Wir verlegen unseren Standort weiter nach Norden. Am Achensee legen wir eine Pause ein und lassen die Ruhe des Sees auf uns wirken. Bald richten wir uns am Tegernsee ein. Am neuen Tag lacht die Sonne über alle Berge und das Tegernseer Tal. Das macht doch richtig Lust, das Moped wieder auf die Straße zu bringen. Heute möchte ich eine Strecke fahren, die ich vor vielen Jahren schon einmal gefahren bin. Sie reiht schöne Streckenabschnitte aneinander. Wir rollen um den Tegernsee und ab Gmund geht es dann ostwärts. Uns fällt die Kirche auf dem Petersberg bei Flinsbach am Inn auf. Sie ist eine Wallfahrtskirche und ist auf das frühe 12. Jahrhundert zurückzuführen. ...1972 erfolgte eine grundlegende Sanierung, bei der wertvolle Funde zutage kamen. Teile dieser Entdeckungen sind im Pfarrmuseum Flinsbach zu bestaunen. Nicht weit davon entfernt entdecken wir die Ruine der Burg Unter Falkenstein. Die Burg wurde vermutlich im 13. Jahrhundert von den Siegbotonen erbaut. Nach dem Erlöschen des Geschlechts der Falkensteiner war sie im Besitz der Herren von Hund. 1784 brannte sie ab. Wir rollen auf der rechten Innenseite nach Österreich, bis Kufstein, um dann nach Westen abzubiegen. Der Ursprungpass steht nun an.
Darauf folgen die Tatzelwurmstraße und der Sudelfeldpass. Und dann rollen wir zurück. Heute fahren wir wieder Bus. Er bringt uns nach Tegernsee. Wir wollen Eintrittskarten kaufen. Vom 16. bis 20. Oktober findet heuer zum 17. Mal das Bergfilmfestival in Tegernsee statt. Packende Geschichten und mitreißende Bilder werden versprochen. Am malerischen Tegernsee dreht sich im Oktober alles um Berge auf der Leinwand. Im Mittelpunkt steht die Begegnung Mensch und Berg. Filmemacher und Bergfreunde aus aller Welt zeigen ihre Werke an 5 Tagen in 6 verschiedenen Spielstätten. Und das klingt doch vielversprechend. Wir laufen entlang der Uferpromenade und lassen uns begeistern von dem bayerischen Baustil und den schönen Bildern vom See. Da meinst du, der Sommer dürfe nie vorbeigehen. Und wenn es so warm ist, gibt das natürlich Durst. Ein Bier und die verzaubernden Bilder lassen den Tag zu Ende gehen. Wir radeln nach Bad Wiessee. Die Fahrräder lassen wir stehen und gehen zu Fuß entlang der Uferpromenade. Uns fallen Skulpturen ins Auge. Dieses Seeungeheuer hat uns begeistert. Vielleicht kann man es ja je nach Jahreszeit schmücken. Thank you.
Werte in Form bringen. Unter diesem Titel fand 2010 an der Seepromenade in Bad Wiessee eine Skulpturenausstellung mit Modellen von 4 Bildhauern aus 4 Generationen statt. Präsentiert wird die Ausstellung vom Atelier Gerz aus Nomborn im Westerwald. Westerwälder Basalt gepaart mit den Bronzefiguren gefallen uns sehr gut. Schnell verrinnt die Zeit. Wir haben uns in die Skulpturen vertieft. Wir laufen noch ein bisschen durch Bad Wiessee. Und dann wird es Zeit, zum Zuhause auf Zeit zurückzuradeln. Wir wollen doch heute Abend noch ins Kino. Vom Campingplatz aus können wir den Wallberg sehen. Der Wetterbericht verspricht für heute eine gute Fernsicht. Grund genug, mit der Wallbergbahn hochzufahren. Und als erstes fällt uns dann ein Kirchlein ins Auge. Ein holzverkleidetes Kirchlein vor Bergpanorama. Die Heiligkreuzkirche auf dem Wallberg ist ein postkartentaugliches Fotomotiv. Die Erbauer hatten allerdings nicht nur die schöne Aussicht im Sinn. Die Kirche sollte den Sennen und Hirten auf den umliegenden Almen in den Sommermonaten die Möglichkeit bieten, eine heilige Messe zu besuchen. Die kleine Kirche wurde Anfang des 20. Jahrhunderts nach dem Vorbild der Wendelsteinkirche errichtet. Und fürwahr, auf dem 1722 Meter hohen Hausberg des Tegernseer Tals steht sie einfach an einem wunderschönen Ort. Und falls es auf der Alm doch Asynth gibt, die Bayern haben den Föhn eingeschaltet. Das gibt uns heute eine tolle Fernsicht. Nach Norden sehen wir München. Im Osten entdecken wir den Watzmann bei Berchtesgaden. Nach Südost erfreut uns der Wilde Kaiser bei Elmau. Im Süden entdecken wir die Marmolada. Und im Südwesten die Zugspitze. Thank you.
Doch wenden wir uns wieder dem Geschehen vor unserer Nase zu. Die Thermik bringt heute gute Aufwinde. Und so können wir wieder mehrere Paraglider bei ihren Starts beobachten. Herrlich! Guten Flug! Und dann wird es schon wieder Zeit zu fahren. Denn heute Abend gehen wir ins Medius. Es ist wieder Moped-Tag. Eine letzte Ausfahrt hier in Bayern. Wir touren nochmal zum Achensee und legen einen Stopp am Leuchtturm ein. So heißt dieses Lokal am Seeufer. Rollen wir weiter zum Sylvenstein-Stausee. Im Karwendelgebirge sprudeln viele Quellen und Bäche. Ein großer Teil des Wassers fließt in den Sylvensteinsee. Die Isar ist der bekannteste Fluss mit Ursprung im Karwendelgebirge. Auch er fließt in den Sylvensteinspeicher hinein. Der See ist ein Puffer in der Zeit der Schneeschmelze und bei starken Regenfällen. Somit schützt der Sylvensteinsee die talwärts liegenden Ortschaften vor den gefährlichen Hochwassern. Weiter geht es isarabwärts. Auf unserem Weg finden wir Bad Tölz. Das Moped bleibt jetzt mal stehen und wir schauen uns in der Marktstraße um. Ein Haus schöner als das andere. Da weißt du nicht, wo du zuerst hinsehen sollst. Von den Anfängen als Mühlensiedlung über erfolgreiche und turbulente Zeiten im Mittelalter bis hin zum heutigen erfolgreichen Gesundheits-, Wellness- und Tagungsstandort, das ist Bad Tölz. Bad Tölz blickt zurück auf eine spannende Geschichte mit vielen Episoden. Wir müssen zurück. Das Moped kommt ins Auto. Ein untrügliches Zeichen, dass es weitergeht.
Aber vorher gehen wir noch in den Ludwig-Thomas-Saal. Rottach Egern liegt vor dem Tor des Campingplatzes. Und da wandern wir heute mal hin. Am Ufer des Sees finden wir eine Skulpturengruppe. Die drei Herren geben sich hier ein Stelllicht ein. Ludwig Thoma, Ludwig Ganghofer und Leo Slezak haben Gemeinsamkeiten. Sie wurden alle nicht hier am Tegernsee geboren. Sie lebten aber später hier in dieser schönen Landschaft und waren befreundet. Alle drei haben ihre Spuren hier hinterlassen. Die beiden Ludwigs als Schriftsteller. Ich denke da an die Lausbubengeschichte mit Theo Lingen und an den Simplicissimus. Leo Slezak war ein gefeierter Opernsänger. Unter anderem trat er an der Metropolitan Opera in New York auf. In die Met gehen wir heute nicht. Wir haben noch Eintrittskarten für das Medius und den Ludwig-Thomas-Saal. Und morgen geht's dann heimwärts. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.